Juhu, unsere neue Route ist so toll. Aber die ist so hoch. Bitte fang mich auf, Mama. Okay, mach ich. Juhu. Ich kann das schon alleine. Ja. Mama, ich hab so Angst. Es ist so laut. Wir schauen kurz, was da drüben los ist. Die Alarmanlage von Familie Schumann. Ihr Auto ist nicht da. Komisch. Keiner da. Ich rufe mal Overbeck an. Kommissar Overbeck am Apparat? Hallo Overbeck, ich bin's, Nicole. Bei unseren neuen Nachbarn ist die Alarmanlage losgegangen. Es scheint keiner zu Hause zu sein. Ich komme sofort mit meinem Team vorbei. Ah, da kommt ja Overbeck schon. Hallo Nicole, welches Haus ist es denn? Hallo Overbeck, schau, es ist das Haus hier vorne. Die Alarmanlage geht immer wieder an. Okay, bitte bleibt hier hinten in Sicherheit und kommt nicht mit zum Haus. Aha, okay, machen wir. Aha, da kommen die anderen endlich. Mhm, nichts Auffälliges zu sehen. Wir umstellen das Haus. Um Himmels Willen, was ist denn hier los? Ihre Alarmanlage geht immer wieder an. Oh je, hoffentlich ist alles in Ordnung. Ja, wir werden nachsehen. Bitte geben Sie mir den Hausschlüssel. Hier, bitte. Danke. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aha, da haben wir den Übeltäter. Oh, dann haben wir wohl den Käfig nicht richtig zugemacht. Ja, und der Papagei hat dann mit seinen Bewegungen den Alarm ausgelöst. Vielen Dank für den Kaffee. Bitte, gerne. Moment mal. Aha. Festnehmen. Ich denke, Sie haben den Vogelkäfig schon ordnungsgemäß geschlossen. Das ist ein alter Verbrechertrick, um von sich abzulenken. Bei uns Menschen mag der Trick funktionieren, bei unserem geliebten Boto jedoch nicht.